Queen Elizabeth II. 5 Aufregende zu ihrem Krönungskleid. Es zählt zu einem der berühmtesten und eindrucksvollsten Kleidern der königlichen Geschichte, das Krönungskleid von Königin Elizabeth II. 96, das speziell für ihre Krönung am 2. Juni 1953 entworfen und gefertigt wurde. Noch heute stellt die edle Robe ein Symbol für die Pracht und den Glamour der britischen Monarchie dar. Mit Hinblick auf die Krönung von König Charles III. 74, lohnt es, auf das Meisterwerk der Schneiderei zurückzuschauen. Hofdesigner Sir Norman Hartnell, 77, designte nicht nur das Hochzeitskleid, sondern auch das Krönungskleid von Queen Elizabeth II., nachdem er ein paar wichtige Nachforschungen angestellt hatte. Stimmte die Königin dem 8. seiner Entwürfe zu. Auf ihren Wunsch hin, sollten jedoch noch einige farbige Stickereien hinzugefügt werden, um das Kleid von dem zu unterscheiden, das sie an ihrer Hochzeit trug. Das Kleid zierte zum Schluss das typische Tudor-Hosendesign, welches gänzlich mit rosafarbener Seide bestickt war. Einen walisischen Lauch aus weißer Seide, eine schottische Distel, die mit blassmalvenfarbener Seide und Amethysten bestickt war. Als auch einen Kelch aus grün gefärbter Seide. Auch andere Länder des Commonwealth sahen ihre eigenen nationalen Symbole in das Design integriert. Darunter das kanadische Ahornblatt, die australische Akazie und der neuseeländische Farn. Um das festliche Kleid zu konzipieren, designen und zu schneidern wurden 8 Monate benötigt. Vor allem die aufwendigen Stickereien erforderten die Arbeit vieler Menschen. Gemeinsam widmeten sich mindestens 3 Schneiderinnen. 6 Stickerinnen und die Royal School of Needlework, die für die Stickereien aus goldbarem Garn verantwortlich war, der imposanten Robe. Auf der linken Seite des aufwendigen Rocks fügte Designer Sir Norman Hartnell ein 4-blättriges Kleeblatt hinzu. Der Glücksbringer war so geschickt positioniert, dass die Monarchin ihre Hand während der Zeremonie auf dem Charme ruhen lassen konnte. Ob Queen Elizabeth II. Letztendlich wirklich von der Bedeutung wusste, ist jedoch unklar. Aufgrund ihres prunkvollen und einzigartigen Designs trug die Königin die maßgefertigte Robe nicht nur zum Anlass ihrer Krönung. Auch an anderen, besonderen Tagen wurde die Robe zum Besten gegeben, insgesamt sogar 6-mal. Darunter auch 1954 zu Parlamentseröffnungen in Neuseeland, Sri Lanka und Australien.